Hallo und moin, schön, dass ihr bei mir reinschaut. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diese Marienkäfer gemacht habe, und zwar aus selbstgemachtem Knetbeton. Ich zeige euch die mal eben von nahen, beziehungsweise aus der Nähe. Dieser ist so ein bisschen länglich gearbeitet. Schwenkt mal einmal rum. Der ist so ein bisschen rundlich, so ein bisschen dicker. Ich finde, die Beine sind eigentlich ganz süß geworden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch naturbelassen nehmen. Und zwar habe ich hier einfach nur Wackelaugen draufgeklebt. Ich finde das eigentlich auch ganz nett. Und jetzt möchte ich euch natürlich zeigen, wie ich diese Beine gemacht habe. Und wie immer zeige ich euch das Schritt für Schritt und viel Spaß beim Zuschauen. Für die kleinen Marienkäfer braucht ihr Draht. Ich habe hier einmal so ein dickeres und einmal so ein dünneres Draht. Dran braucht ihr eine kleine Zange nachher zum Biegen. Ein Werkzeug, ich habe hier so ein Plastikmesser zum Modellieren nachher. Und als erstes natürlich den Knetbeton. Ich habe hier wieder zwei Teile Sand, ein Teil Zement. Das habe ich schon fertig gemischt. Da kommt wie immer ein ganz kleiner Spritzer Spüli rein. Das muss wirklich nicht viel sein. Und dann wirklich ganz langsam immer Wasser dazugeben. Wirklich ganz langsam, weil hat man immer ganz schnell, dass man zu viel da drin hat. Dann muss man immer noch wieder neue Mischung dazugeben. Und dann natürlich immer richtig schön tüchtig kneten. Ihr seht, ich gebe immer nur ein ganz bisschen immer dazu. Nochmal ein kleiner. Und jetzt fängt das schon an, dass das schon hier die richtige Konsistenz kriegt. Dann auch einmal so richtig schön durchkneten. Und dann sollte das nachher, ich mache ein ganz klein bisschen noch rein. Das ist wirklich mal nur minimal, was man dazu macht. Denn es hat nachher diese Konsistenz. Und dann kann man das so formen, wie man das haben will. Wenn euer Knetbeton fertig ist, dann können wir auch schon anfangen. Ich habe mir jetzt ein Brettchen genommen, ich habe mir da Plastik drauf gemacht. Dann kann ich das nämlich so wegstellen zum Trocknen. Dann braucht ihr einfach nur ein bisschen Knetbeton. Und dann mache ich da zwei Kugeln. Eine etwas kleinere. Und eine etwas größere. Ich drücke das einfach so, als wenn ich, ja, wie so ein Schneeball, als wenn ich so einen Schneeball drücke. Dann gucke ich eben, ob das so hinkommt. Von den Proportionen, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, der Kopf kann noch ein ganz klein bisschen größer. Doch, so gefällt mir das ganz gut. Dann kommt jetzt der Draht. Ich habe diesen dickeren. Ich drücke den einfach einmal hier so zusammen. So. Und steck den Draht jetzt einfach einmal hier rein. Und den Kopf da. Dann habe ich schon mein Grundgerüst. Kann ich das jetzt noch so ein bisschen in Form drücken? Und meinen Marienkäfer, den wollte ich jetzt so eine länkliche Form haben, dann nehme ich einfach jetzt die Hände und drücke das einmal so lang. Ihr seht, dann verändert sich die Form ganz leicht, so wie man das haben möchte, beziehungsweise wie ich das jetzt haben möchte. Ihr könnt die natürlich auch ganz rund machen. Dann braucht ihr natürlich noch eben einmal einen Pinsel mit und Wasser. Und dann werden einfach diese Übergangsstelle einmal schon mal verbunden. Und dann kann man das nachher immer noch so ein bisschen drücken, wie man das haben möchte. Und dann fange ich auch schon an zu modellieren. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Kopf an. Ich nehme einfach so ein ganz kleines.
Stückchen und drehe mir das einfach zu einer Kugel. Das wird nämlich jetzt meine Nase hier. Tupfe ich das einfach dran und setze meine Nase da drauf. Und dann verbinde ich das auch so ein bisschen. Und dann fange ich auch schon erstmal jetzt mit dem Rücken hier an. Ich nehme einfach ein normales Plastikmesser. Ihr könnt auch was anderes nehmen, wo ihr mit modellieren möchtet. Und teile dann mir das in der Mitte eben auf. Einfach nur so ein bisschen andrücken. Und da meiner jetzt so die Flügel angedeutet haben so, sollte, möchte, oder ja, wenn ich das so haben möchte, mache ich einfach hier so ein Dreieck. Ich glaube, man kann das ganz gut sehen. Und dann kann man das einfach das Messer so ein bisschen hin und her bewegen. Und dann bekommt ihr dann auch schon diese Vertiefung. Und hier hinten mache ich das ganz einfach. Drücke ich einfach mit dem Messerrücken da so drauf. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Und gehe nochmal hier so lang. Und schon habe ich hier so meine Flügel. Da kann man nochmal mit dem Finger da so ein bisschen lang drücken. Und dann habe ich meine Grundform hier schon fertig. So, als erstes mache ich beim Gesicht weiter. Wer möchte, ich halte das jetzt mal einmal so hin. Kann natürlich dann hier auch jetzt noch einen Mund einfach so reindrücken. Da mache ich dann auch einmal mit dem Pinsel hier so lang. Dann habe ich das schon fertig. Als nächstes mache ich einfach die Fühler jetzt. Da nehme ich meinen Kleindraht, also diesen dünnen. Drehe mir da einmal so einen kleinen Haken und schneide mir das ab. Hier nochmal. Drehe ich mir wieder so eine Öse. Ungefähr gleich lang abschneiden. Und stecke meine Fühler hier schon rein. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr das länger haben wollt oder kürzer. Damit sich das besser verbindet, nehme ich einfach wieder meinen Pinsel mit ein bisschen Wasser und streiche das hier so ein bisschen rein. Und jetzt kommen die Punkte von dem Marienkäfer. Da nehme ich mir wieder einfach wieder so ein bisschen von dem Knetbeton. Drücke mir das so zurecht, wie ich das haben möchte. Einmal anfeuchten und dann setze ich meinen Punkt da drauf. Und ich mache das immer noch so, ich streiche das einmal so rauf, dann wird das ein bisschen weicher und dann kann ich das noch einmal so ein bisschen platt drücken. Und dann könnt ihr natürlich dann so viele Punkte draufsetzen, wie euer Marienkäfer haben soll. So sieht der Ganze jetzt fertig aus. Ich habe meine Punkte drauf gemacht. Augen könnt ihr entweder aufmalen oder ihr macht da auch aus dem Knetbeton so kleine Augen. Ich werde das aber machen, dass ich da jetzt einfach nachher, wenn es trocken ist, Wackelaugen drauf klebe. So, meine Marienkäfer sind fertig. Ich habe jetzt zwei angemalt und zwar mit normaler Acrylfarbe. Wer möchte, kann das natürlich jetzt noch überlackieren. Ich zeige euch nochmal, dass die auch ganz unterschiedlich sind. Dieser ist richtig rund und die Flügel nicht so ausgearbeitet. Dieser ist hier mehr länglich und da kann man die Flügel gut erkennen, die so zusammengefaltet sind. So hatte ich mir das jedenfalls gedacht. Hier habe ich noch einen, den habe ich jetzt gar nicht angemalt. Das sieht nämlich auch eigentlich schön aus, sondern nur da die Augen raufgeklebt. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues zeigen, was man ganz einfach nachbasteln kann. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich sage Tschüss, eure Zementwolke, bis zum nächsten Video.